If we make it there, dude, who knows? It's pretty scary. So fucking far. Hey, it is. But you have time and a strong, will. Yeah. Nothing can stop you from going there. It will be all right, Sean. Don't worry. Okay. Therapy's over. Oh, yeah. I gotta move those water tanks for the shower and stuff. It's cool you're doing your part, Sean. Finally. Glad I can help. Und damit willkommen zurück zu Life is Strange 2. Ja, wir sind mitten in ein Gespräch verwickelt worden, noch bevor ich auf die Aufnahme drücken konnte. Da hat uns nämlich gefragt, wie cool doch unser Trip ist nach Mexiko. Und die Antwort, die ich ihm gegeben habe, die konntet ihr ja noch sehen. Jetzt sind wir erstmal wieder in unserem Camp. Es dämmert schon. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir uns... So, Hannah, how long ago did you come here to Humboldt for work? 9 years. I left Santa Fe because it was hell. No money, nobody. Hitched north, worked on farms, learned how to trim. Had to bail after some tweaker tried to attack me up in Arcata. What? That is awful, Hannah. I almost killed that fuck. But I came back to Humboldt because of Finn. I had this sweet deal with Merrill. It is nicer here than other places we saw. Too many junkies and homeless. They go together sometimes. No home, get high. What the fuck else are you gonna do on the street? Clean it up? We see so much trash in the forest around here. California is very green, but starting to look like shit. Not everybody has time to fucking recycle or compost their shit, especially when you live off the grid. We all should try. It's everybody's planet, too. Sweden is not perfect, but we try to be more eco-conscious. We only have one planet. Not for long. It's true. We gotta do something. That's what we're saying. Blah, fucking blah. Tourists talking shit again. Like you guys have it so hard. We did not say that we did. Tell me again how many hours you spent on a plane during your awesome trip around the world, and then you come crying about hobos spreading garbage in the forest? Good point. Now you're here sponging off us trash on an illegal pot farm with a tourist visa, lecturing us. Funny, right? Hannah, I'm sorry. We were not trying to lecture you. We are grateful we found that job and that you let us stay in the camp with you guys. I know. We're cool. Do you hate us now? You're funny. Don't worry. You'd know if I hated you. All I care about is my family right here. These three gutter punks. The rest? None of my business. Not used to peeling potatoes, huh? A lot of work. I know how to cook. Just not everything. Yet. Yeah, but you hate it. You want a pizza, watch TV. I can tell. Like those kids who come through here all psyched, and they have to bust ass, and they're gone. Ich wollte ja eigentlich schon längst wieder aufstehen, deswegen habe ich nicht mehr geholfen, aber okay. Was nehmen wir denn da? Hannah ist so ein bisschen... noch viel zu lernen. Aber Ken tut sie mich auch nicht wirklich. Was nehme ich denn? Oh, ich habe keine Wahl. Like, I have a fucking choice. What am I supposed to do? Maybe you chose this life, but I didn't. I know. We all got scars of our own. I just fucking hate phonies. Too many here. Krusty backpack doesn't make you one of us. Well, what do I gotta do to pass initiation? Don't be a pussy. Stand up for us. You can't be part of our family unless you open up. This is a family too, not a pit stop. Out in the wild, sharing is caring. Ja, eigentlich hat mein Bruder die Priorität und wir sind ja im Grunde nur auf der Durchreise und wollen hier Geld sparen. Das wäre halt zumindest die wahre Antwort. Ist schwer neu anzufangen, das stimmt natürlich auch. Nee, ich bleib beim Bruder. I hear you, but my brother comes first.
Always. That's good. Shows you're not a selfish prick. Not way too many. Das wird mich schon interessieren jetzt, wenn wir schon mal dabei sind. You don't have to tell me, but how did you end up on the road? My community was a mess. Too much wasted talent. My mom, she was an artist and a drunk. Tried to get her into rehab countless times. Worked my ass off to buy her paint and stuff. Until I realized she was just returning everything to Z-Mart to get the cash back to buy her booze. I just knew I had to get the fuck out before that curse would get me too. I'm glad you're at peace now. Interessant. Kann ich ein bisschen mit ihr fühlen, denn bei meiner Mutter war das leider nicht groß anders. Aber, okay. So, how did you hook up with the others? Met Finn at some squat when he got out of jail. Young punk, but old soul. We just clicked. Then we ran into Cassidy a year ago, pissed at everything. Her, unable to commit to anything, except us. Then Pennywise found us, here in Humboldt, tripping about his friend Jinx. But, you know, he just fit in. Now we're all pretty fucking tight. Hell yeah, you are. It's awesome. Ich mag Hannah irgendwie. Sie ist ein bisschen... Also es ist nicht so einfach, bei ihr so gleich auf einer Wellenlinie zu sein. Aber wie man sieht, funktioniert es ja doch. Also sie ist schon tough drauf. Gefällt mir. So... Are you satisfied with your life now? I'm grateful for what I have, yeah. Not everything is perfect, but we got balance, prospects. That's way more than I had before. Thanks for taking the time to talk, Hannah. That's cool. Yeah. Anyway, didn't mean to grill you, Sean. It was a long day. Ja, das war ein überraschend interessantes Gespräch. Hannah's tough to figure out. Meine Worte. Fuck with her. Na, aber sie hat das Herz am rechten Fleck, das merkt man schon. Ja, ich dachte, ich setze mich da kurz dazu, höre den ein bisschen zu, schneid zwei, drei schäle ein paar Kartoffeln, geh wieder. Wurde jetzt doch ein etwas längeres Gespräch, aber ich find's toll. Habe ich jetzt interessant gefunden. Go fill the water tanks. Ja, ja, die Wassertanks, ich weiß, die können aber warten. Hatten wir uns in Sims Dingens schon mal umgeguckt? Ich glaube nicht, ne? These guys know how to make a bong out of pretty much anything. And now I do too. Missing poster. Shit. Yes, Penny's looking for somebody. Ah, da hat jeder so ein bisschen seine Geschichte, ne? Arthur Jinx Lee, vielleicht der Bruder. Können Sie mal hier umstalten. Zuletzt gesehen im Blue Side Creek Humboldt, 3. Juli 2015. Er benötigt medizinische Versorgung. Für jegliche Information kontaktieren Sie Penny oder die örtliche Polizei. Kam wohl nichts dabei rum, ne? Schade. Hier ist noch ein Ausweis. Wonder if they'd give me a cool nickname if I stayed here. Michigan, Personalausweis, Ablaufdatum, 1,85 groß, braune Augen und so weiter und so fort. Und ganz viele Missing-Poster. Na je, Hundespielzeug. Das nice to have a dog around again. Still miss Shroom. Ach, good old Riffle. Wir werden ihn nicht vergessen, auf jeden Fall nicht. Hier ist noch ein Bild. Aw, they look so cute here. I love how they're like a real family. Ja, hat ein bisschen was von der Familie, das stimmt. Schön, schön, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weg. Wir sind ja gar nicht neugierig, nee. Im Hintergrund hören wir wieder ein schönes Lied. Von Cassidy wahrscheinlich. Im Übrigen, wollte ich auch mal gesagt haben, für all die Leute, die eventuell das Spiel auch mal let's playen wollten. Es gibt... Trimming is hard. Ja. Why do these guys keep coming back? Es gibt die Möglichkeit in den Optionen, sämtliche lizenzierte Musik auszustellen.
kann ich euch theoretisch empfehlen, weil, wenn ihr es nicht tut, kriegt ihr wirklich in jederlei Hinsicht, wenn nur ein Song läuft, in irgendeiner Art und Weise, auch die Songs von Cassidy, kriegen dann sofort einen Content-ID-Treffer. Mir persönlich ist das egal, ich will die Lieder hören, ich will die Lieder mit euch teilen, das ist mir dann egal, ob die von monetarisiert werden oder von jemand anderem monetarisiert, das ist mir total egal. Ich will das Spiel in dieser Zeit, in dieser Hinsicht in keinster Weise zensieren oder sonst wie was, da ist mir das relativ wurscht. Das wollte ich nur mal gesagt haben, falls ihr mit dem Gedanken spielt, ihr habt die Möglichkeit, die auszustellen. So, aber jetzt machen wir weiter. Man, I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. So, denn da war noch einiges. Das Daniel. Da sind immer noch diese Mülltüten. Weird we didn't see any bears. With all that trash lying around. Okay, das hatten wir schon einmal, aber dafür jede Menge Ameisen und Käfer, wie ich das sehe, ist auch nicht schön. Ah ja, du hast da auch deine Aufgabe. Ich würde dir helfen. Need two more hands, Dishmaster? Yeah. That'd be cool. I'm on it. So boring. Yeah. I don't miss doing the dishes. Then why are we doing? That's it. Finally. So. Need a hand with your own chores? That'd be awesome. I need help moving the water tanks to the shower and kitchen. Okay. I'll wait for you near the water tank, so we can take on those barrels. Ja, das ist doch wunderbar hier. Dadurch, dass wir ihm geholfen haben, möchte er jetzt uns helfen. I actually never helped him with the dishes back in Seattle. But everything's different now. Ja, jetzt schreibt man den Teamgedanken natürlich ganz anders, nicht wahr? Ist doch schön, wie sich das entwickelt. Ja, das haben wir wieder gut gemacht. Hätten wir jetzt gleich einfach um Hilfe gebeten, hätte er uns wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Nach dem Motto, hallo, ich habe hier selbst was zu tun. Aber so ist das doch ganz schön. I do love these trees. Ancient and majestic. Ich weiß, zum Teil haben wir uns das schon angeschaut. Ja, Cassidy, das machst du wirklich ganz toll. Wollen wir noch kurz reden? Hey. Hola. ¿Qué está, señor? Bien, ¿y tú? ¿Estás ensayando para la voz? No comprendo. Don't laugh. Still learning, professor. At least you're trying. Hey, am I bugging you? Never. But let me finish this new song before I forget it. Don't let me get in the way. Talk later. Can you try and be less shy sometimes? Sie wirkt aber auch ein bisschen schüchtern. Oder ist das eher bekifft? Ich bin mir nicht sicher. Hey Finn. What up? The usual. Carving some wood. I learned wood carving with an Inuit native back when I lived in Alaska. It's an antique technique. Helps me vent out. Focus. Yeah, I just let my hands sculpt the wood, and sometimes I have good surprises. I'm just kidding, man. It's actually a cool cowboy thing I've been trying to do for a while, but I suck at this. It's just fun to relax. Okay, ich muss ihm dabei nicht helfen. Ist vielleicht auch besser so. Finn is too punk rock to be a farmer. Ja, sehr cool auf jeden Fall. So, ich mag die Gruppe schon irgendwie. Also, das hat was. Ja, jetzt ist es ein bisschen schade, dass ich Daniel warten lasse. Aber ich denke und hoffe einfach mal, dass er es mir nicht übel nimmt. Ach ja, hier können wir uns mal wieder hinsetzen und was zeichnen. Warum auch nicht? Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Cassidy zeichnen oder Finn zeichnen? Ich wäre natürlich für Cassidy. So, machen wir mal. Cool. I think I'm ready
to draw this. Na dann, bringen wir es zu Papier. So. I like how Cassidy is in her own world when she's playing music. Pretty good. But I can add more details if I want. Genau. Time to take the pen, dude. Jetzt noch die Details. Und ich glaube, das war's dann diesmal schon. Diesmal hat er es in zwei Schritten gemacht. Oh. Bo! Man, you are so focused when you draw. That's cute. Yeah, thanks. Let me be the judge. Whoa, whoa, give it back, please. Cassidy, do not even look. Whoa, down, boy. Really, Sean? I didn't mean to freak. Stop this tortured artist shit. Share it. Come on. Fuck. You're good. Wow. I look happy. Like, I belong here. I love how you see me, Sean. I think I look cooler as a sketch. Really? You think it's okay? No, I'm just being nice. If it was bad, you would know. I don't lie. Well, I could never draw like that. What's your secret? Ja, genau, die Inspiration. I don't know. I just get inspired by the things I see and do. And being around people like you helps a lot. So I'm like your muse. Sweet. Well, you're a great model. Yeah. Oh, don't make me blush. We all learn from each other, right? That's why I love my life right now. Finally. Yeah, but we don't always have to suck up to fuckers like Meryl. Most of the year, it's just us. The road and us. What do you miss about your old life? Anything? Besides some friends? Nothing. Well, my own bathroom. Out here, you see that you don't need all that bullshit they sell. That's freedom. I mean, the trick in this country is just to survive. I guess. I do like traveling around, but I want a base. Will you ever go back to Texas? No fucking way. My daddy was a meth head who beat the shit out of my boyfriend. Just because he wasn't white. Yep. Then my big brother told me he would shoot me if I dated that, well, you know, my mom didn't say spot, as usual. Thanks, Mom. So, fuck them all. This is my family now. Damn, I'm sorry, Cassidy. don't be. I feel sorry for them. So, tell me, what do you miss about your old life? Familie und Freunde wohl am ehesten. Ja. Well, apart from my dad, I'd say Lila. Definitely. She was like my best friend. I miss our talks. I'm sure she's very special. Even when I had a shitty day, she would always make me laugh. Always. Feels like years since we talked. Probably never again. But things change. Right? Yep. So, keep moving forward. You have a good heart, Sean. I think you could use some alone time. See you later. Ja, sehr schönes Gespräch auf jeden Fall. Hätten wir Finn gezeichnet, wäre wohl eher zu uns gekommen. Aber das mit Cassidy hat mir natürlich besser gefallen. Schönes Gespräch. We lucked out. So, aber ich glaube, ich habe jetzt Daniel wirklich lange genug warten lassen, oder?
Jetzt gucke ich gerade noch, habe ich irgendwas noch vergessen? Das ist Hannah, mit der hatten wir Pennys Zelt, hatten wir gecheckt. Maybe Daniel can help me lift those tanks. Ah, da hinten war ich jetzt noch gar nicht. Hier ist nichts mehr zum Checken, ne? Okay, aber da hinten war ich noch gar nicht. Da müssen wir jetzt auch noch schnell gucken. Naja, okay, da hinten steht er noch. Bald, Daniel, bald bin ich bei dir. I think I will miss it here. Same. But we can't resist the wunderlust. Easy money, they said. Plus, Portland's waiting yeah, for us. Yeah, right. I think I'll take a nap. Me too. I'm exhausted after today. Ist ja eigentlich auch ganz schön gemacht, wie sie so die Geschichten der einzelnen Leute so nach und nach erzählen. Ihre Beweggründe und so. Ich finde das sehr interessant. So, das kennen wir auch noch nicht, ne? Das ist, Jacobs Zelt, glaube ich. Weird. Where did he get that from? So cool he carries this around. Wish I could see the pictures he took of us. Familienporträt. Wonder who's her mom. And who's the other woman? Gute Frage. Vielleicht erfahren wir das da. Must be tough to be so far away from his sister. Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Ach ja, stimmt, das hat er ja geschrieben und uns um Hilfe gebeten, ne? Es tut mir leid, dass ich nicht da bin, um all deinen Kuchen zu essen und deine Geschenke zu öffnen. Ich hoffe, du hast eine tolle Feier mit Mama und Papa und deinen Freunden. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen und dir all meine coolen Fotos von Kalifornien zu zeigen. Ich rufe dich an, wenn ich die Gelegenheit bekomme, um Happy Birthday zu singen. Umarm, Alexander, für mich dein Bruder Jake. Das ist vom Inhalt doch ein bisschen anders, okay. Hello, Dolly. You're old. Ja, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ups, ich wollte eigentlich Y drücken und nicht B. Darf ich nochmal? War ja eh nicht mehr viel. That's some deep shit. Ach, tiefsinnig ist immer gut. Familienporträt hatten wir, Kamera auch. Okay, das war's jetzt. So. Okay, Daniel, dann komme ich mal zu dir. Alleine anheben. Alte LT, achso, ja. Anheben. Lassen. Let's get these over to the kitchen and the shower. Okay, let's do this. Carefully. By the way, you kicked ass today. You have been, all week. Thanks, man. I know this sucks, but you're a good worker. Now that we have a nice stash, we don't have to stay long. I really don't trust these guys. And Big Joe's got 360 vision. More like Big Joke. I hate that guy. Don't let him hear you say that. Seriously, he's not funny. That's what Finn calls him. Well, you're not Finn. These guys are dangerous, understand? They don't fuck around. Jeez. Are you scared? You should be. Fuck. We're an outlaw kingdom here. Well, I'm not scared. Your power doesn't make you invincible. Yeah. It's just here to move barrels around. Okay, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit der Hilfe gerechnet, dass er mit seiner Kraft halt hilft. Ich dachte, er packt halt mit an. Ja, das war jetzt halt wieder ein klassischer Kommunikationsfehler, aber na gut. Ist jetzt halt so. War jetzt aber nicht wirklich meine Absicht. Okay, wo willst du den jetzt hinstellen? Bei der improvisierten Dusche oder wie? Wahrscheinlich. Na gut, hätte ich mir eigentlich denken können, dass er seine Kraft benutzt. Lässt sich nicht ändern. Aber trotzdem fand ich es gut, dass sie jetzt mal was gemeinsam gemacht haben. Ich habe ihm geholfen, er hilft mir. Ich denke, das war doch in Ordnung. Gotta put that one. Hey Daniel. Thanks for saving my back.
I owe you. Cool. Hey, you said we could go training today? I did. Ready when you are, young master. Yes. Okay. Let's meet at the lake. Gut, das halte ich für fair. Wenn ich jetzt schon seine Macht mehr oder weniger missbraucht habe, dass wir das Ganze jetzt auch wieder trainieren. Auch wenn ich so ein bisschen das ungute Gefühl habe, dass irgendjemand mitbekommen wird. Und ja, mal abwarten, was wir davon haben, nicht wahr? Dann wollen wir mal trainieren. Es ist halt auch wirklich wichtig, dass er es kontrollieren kann. Also, auch wenn ich mich immer dagegen gesprochen habe. Wenn es halt doch zu einer gewissen Situation kommt und er die Kraft nicht wirklich beherrscht. Also, das Training an sich halte ich schon für sinnvoll. Schade, dass er jetzt schon so weit wegläuft und es nicht zu einem Geschwistergespräch kommt. Aber nun gut, das haben wir vielleicht während des Trainings. Das sind wir. Da konnten wir uns letztens ja noch nicht so umgucken. Jetzt wird es auf einmal noch voll hell hier. Naja gut, ohne die Bäume und so. Da haben wir wohl noch ein bisschen Zeit. Aber ist das nicht leichtsinnig? Ich meine, hier könnte jeder sehen. Naja. Sweet. But can you do it without your power? Well, you never bothered to teach me, so I found my own technique. Onward. Ready to rumble? I am so ready. Oh ja, das Teamgeheul. Let's start with our team Hao. TS Lobos. Yeah, we still sound okay. Now, let's do this. Come on. Hold up. Too many people over there. Hit the other side. Gute Idee. Sehr gute Idee. Klettern wir da drüber oder hilft die Macht aus? Wie wollen wir es machen? The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Ah, ich weiß schon, was du von mir willst, Spiel. Anheben lassen. Jetzt gerade schaut niemand zu uns. Wehe, wehe dir, Spiel. Hey, can you move that tree trunk? Duh. Das ist schon beeindruckend, wie seine Kraft hier stärker wird. Your face. Come on. I wasn't gonna drop it on you. Very funny, man. Schon krass, oder? Wir haben in der letzten Episode noch mit so Stein geübt und jetzt so ein riesiger Baum. Beeindruckend. Naja gut, so konnten wir wenigstens sicherstellen, dass uns keiner nachgeht oder so. Das ist eigentlich gut. So, hier haben wir Steine, Tanzapfen. Fangen wir mal damit an. Die hat auch Daniel so gerne gesammelt. Daniel likes pine cones. Let's have a little fun with those. Ja, sollte ja keine Schwierigkeit sein. Pick a rock. Any rock. Okay. And let's test your aiming system. Target in sight. Locked and loaded. Okay, ich werfe ihn und du feuerst ihn ab, ne? Bin ich mal gespannt. Nice. Awesome. Okay, you're good. Now, let's spice things up a bit. Bring it on. Okay, versuchen wir es mal ein bisschen anspruchsvoller. Hier hinten vielleicht, da.
Will er nicht? Okay. Ich habe gar nicht... Ja, ja, ich habe gar nicht so die große Auswahl, merke ich gerade. Wieso geht das nicht? Hallo? Stein. Ach so, ich sollte dir da noch was... Was, wir brauchen einen abgeschiedenen Ort? Ich kann gerade irgendwie gar nichts machen. Ich sehe zwar das hier, aber es tut sich nichts. Oh. Jetzt, okay, gut. Schmeißen wir das Ding einfach, bevor es nicht mehr geht. Holy shit. That was not a fair fight. That's right. What's next? Is that all you got? So, okay, was können wir mit den Pilzen machen? Schauen wir mal. Zerstörung trainieren. Let's try this. I want you to focus on these ugly mushrooms and blow them apart. Dude, it's toast. I'm waiting. Or maybe you... What the... Whoa. Come on. Find something else. Es ging ja eigentlich nur um die Pilze, nicht um den ganzen Baumstamm. Aber okay, Leute, bevor wir hier weiter trainieren und garantiert irgendwas Uncooles passiert, machen wir hier einen Cut. Ich bin echt beeindruckt, wie unglaublich stark seine Macht geworden ist. Und ja, ich hoffe, das können wir irgendwie unter dem Zaun halten. Das wird noch sehr interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Life is Strange 2. Also, bis denn.